Alter, was ist da für ein Krach? So Leute, servus, ein herzliches Willkommen beim Alter Falter. New Maxi, dankeschön fürs Abonnieren, willkommen bei den Drachis und vielen Dank für deine Unterstützung. So Leute, erstmal herzlich willkommen beim Drachen. Und ja, für alle, die es noch nicht kennen, das, was auf meiner Schulter sitzt, das habe ich die Abonnenten und die Zuschauer benennen lassen. Das ist Schanzi, das Jägerschwein. Gerne doch. Dankeschön. Der Darkman, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ach. Jetzt weiß ich auch, warum das so leise war vorhin. Guten Abend zusammen. Und Dankeschön für die 400 Likes gerade und auch danke für die 100 Barren. So, guten Abend zusammen. Haben wir schon, ist Chansey festgeklebt? Nein. Ist es nicht. Ich habe nur eine gute Körperbeherrschung. Und eine breit genug Schulter. So. Mega chilly deine Streams. Das ist meine Absicht eigentlich auch. Nochmal 1000 Barren von Drax Runner. Echt? Alter, was? Vielen lieben Dank, Drax, an dich auch von mir für die 1000 Barren noch für deine Unterstützung. Sorry, wenn ich das manchmal übersehe, einzelne Sachen. Das ist keine Absicht. Schanzi fetzt. Schanzi fetzt voll. Hashtag Schanzi, genau. Wie viel sind 1000 Barren? Kannst du dir ausrechnen. Vielen lieben Dank, Chris, für die 500 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Paradise, oh, been twice. Human paradise. Dankeschön, Jonas, für 400 Likes. Und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Servus Drache, schön, dass dein Kanal auf YouTube wieder online ist. Ja, wisst ihr, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt die letzte Zeit, solange ich es noch eventuell machen kann, lasse ich jetzt richtig fetzen. Phil Collins, ja. Und freut euch schon mal auf, wie isst man eine Gurke richtig und wie isst man Zuckerwatte richtig. Twice. Und vielleicht sogar ein, wie macht man Käse richtig? Mal schauen. Twice. So. Ist es möglich, mit dir zu reden? Verfolge deine Streams seit über 5 Jahren. Nein, ich nehme keinen Privatkontakt zu Leuten auf. Du kannst zwar dir ein Abo ranholen im TS. Und eventuell dann mal eine Möglichkeit haben, mit mir zu reden im Teamspeak. Aber auch das ist keine hundertprozentige Garantie dazu. Wieso solltest du nicht mehr YouTube machen können? Warten wir es ab. Wie macht man Käse richtig? Ja. Und wenn ich untergehe, dann so wie ich meine YouTube-Karriere auch gemacht habe. Mit Pauken und Trompeten. Ich habe mir etwas aufgebaut, was zugegeben sehr umstritten ist, aber ich bin einer unter Millionen, der eine gewisse Reichweite erreicht hat. Und von allen, die mit YouTube anfangen, oder von allen, die denken, die können damit was reißen,
schafft es nur eine ganz, ganz kleine Handvoll davon. Und ich meine wirklich eine Handvoll. Es sind vielleicht 5 oder 10 Leute von Tausenden oder Millionen von Leuten, die das machen. Und mein Weg ist nicht immer gut gewesen. Ich bin auch nicht immer auf alles. Ich bin auch nicht auf alles stolz, was ich in meinem Leben erlebt habe. Aber. Oder gemacht habe. Aber. Auf eine Sache bin ich stolz, und zwar auf das, dass ich meinen Weg immer weitergegangen bin und auch weiterhin immer weiter gehen werde. Und wenn ich damit untergehen werde, dann ist es eben so. Aber dann kann ich am Ende guten Gewissens sterben und wissen, dass ich alles getan habe, was in meiner Macht stand. Und mehr will ich eigentlich gar nicht. I love this song. I've been crying and it'll be alright. It's like your hands, golden times. Don't it teach you all around us? And I hear, don't you cry. Gibt auch einige, die das mega verdient hätten, groß zu sein. Deren Content episch ist, aber nie hochkommen. Beispielsweise einer meiner absoluten Lieblingsstreamer bis heute, mein Lieblings-YouTuber, Let's Play Dada. Große Props an dieser Stelle übrigens an Let's Play Dada. Also einfach unglaublich cooler Typ, der hat unglaublich coole Let's Plays und er macht super Zeug, super Content und hat eine super Stimme. Den kann ich ewig und 3 Tage zuhören. Moin Respekt, Drache. Mein Respekt dazu. Standhalten, bist du da? Was bist du? Das muss man dir wirklich lassen. Dankeschön für die 1000 Barren, schon wieder für die 1000 Barren. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Schanzi, das Jägerschwein und ich bedanken uns. Grüße, Servus. Und Fixi, denkst du, oder Flux, war das jetzt Fluxi oder Fixi? Jetzt hat er nicht aufgepasst. Denkst du schaffst du noch ein Jahr? Nochmal 12 Monate. YouTube werden viele zu viele demonetarisiert. Demonetarisiert? Kann es sein, dass du demotiviert meinst? Dankeschön für 1000 Barren. Wie gesagt, schauen Sie das Jägerschwein und ich bedanken uns. Mal schauen. Fix dieses, genau. Danke auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank. Über ein Jahr schon Abonnent. Wahnsinn. Die Zeit vergeht, heftig. Demonetarisiert kein Geld finden. Ich weiß, dass demonetarisiert ist. Deswegen war ich gerade verwirrt. Wahnsinn, oder? Da rollt's dann doch mal davon. Ich habe bloß meine Hose gerückt übrigens. Ich glaube, ich habe hier sonst was gemacht gerade. Hast du deine Subwoofer? Der Bass hört sich sehr kräftig an. Was? Ja, ich habe einen Subwoofer. Der Bass ist noch relativ gechillt. Kann ich noch voll aufstellen, der ist noch voll unten. Aber nochmal auf, dankeschön. Jonas Girl. Nee, Gült. Gül, dankeschön. Hat man schon. Wo soll denn auch das ganze Geld herkommen, um dieses Video zu bezahlen? Was für ein Video zu bezahlen?
Jeder muss seine eigene Meinung über Menschen bilden, finde ich. Da hast du vollkommen recht. Phoenix, Alter, vielen lieben Dank. Übertreib bitte nicht so. Wahnsinn. Dankeschön. Mein Husten ist ein bisschen schlimmer geworden. Ja, und? Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst, Pandemic. Was für ein Video bezahlen? Schanzi, lass dich nicht unterkriegen von den. Was von dem Rainer? Ey, ich bin nett, ich so schön, so war gerade so fokussiert auf meinen, auf die Nachricht, die ich gerade gelesen habe. Benedikt haut auch schon wieder so viel raus. Wahnsinn, ey, übertreibt so nicht immer so, ihr Wahnsinnigen. Vielen, vielen lieben Dank, Benedikt. Alter, was? Haut hier voll raus. Lauter bitte. Kannst du haben. Es geht eigentlich mit meiner Angeschlagenheit wieder. Dankeschön, Benedikt. Bist du schon ganz schön lange angeschlagen? Hatten wir schon? Benedikt ist wahnsinnig. Eigentlich seid ihr alle wahnsinnig. Ihr schaut mich ja, ihr Verrückten. Und vielen Dank für eure ganze Unterstützung, Leute. An der Werbung verdient man nun mal auch nicht mehr viel. Das ist richtig. Was ich heute gemacht habe, ich habe meinen Pool gebastelt. Aber wisst ihr, warum man an den Werbungen immer so viel verdient? Wisst ihr, warum man an der Werbung immer so viel verdient auf YouTube? Weil zu viele Leute monetarisieren konnten. Das hat einen Crash ausgelöst bei dem Geld, was man pro Werbung oder pro Klick verdient. Weil es einfach plötzlich überall Werbung gegeben hat. So war es eine ausgewählte Gruppe von Leuten. Das ist schon seit 6 Wochen sogar. Es geht noch. Mir geht's hier. Mir geht's gut. Dankeschön, Phoenix. Voll krank. Er haut hier voll raus. Internet. Was? Ich kann bloß Internet mit Nexus lesen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und Peter auch vielen, vielen lieben Dank, dass Schanzi das ich muss mir jetzt noch angewöhnen. Schanzi, das Jägerschwein und ich bedanken uns. Vielleicht soll ich es doch Jägerschnitzel nennen. Leute, ich plane nie mehr als 1 Monat oder 2 Monate voraus. Gebe ich dir vollkommen recht, Pandemic. Aber das muss man halt auch mal gucken, ne? Max, ich habe gerade darauf geantwortet. Jeden und alles finanzieren. Was? Was würdest du sagen, wenn du ein Interview mit Adil Tawil bekommst? Dann würde ich gar nichts dazu sagen, weil ich kein Interview schon. Ich bin kein Interview-YouTuber. Ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt. Also ich feiere einiges seiner Songs und die Tiefgründigkeit der Songs. Ich bin jetzt aber nicht so voller Fanboy oder so. Phil Collins wäre da ein bisschen eine andere Nummer. Nichts gegen Adel. Das war ein verrückter Kerl, ey. Oder ist er verrückt? Ah, oh, True Color, geiler Song. Weiß ich, Pandemic. Ich kann einfach nicht mehr schreiben, lol.
Was? Zu viel getrunken oder was? Trollsul, vorsichtig mit solchen Aussagen. Schreiben hatten wir schon. Ich weiß, aber was du meinst. Ja. Shining true. True color. Just when I love you. So, Internet, Nexus, dankeschön. Für die 1000 Barren, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Radio. Was ist denn zu Radio? RP-Show. Oder Proxy. Zahnpasta. Was? Das ist eine komische Frage, Alter. Was kannst du als Misch empfehlen, wenn man sich einen lustigen Abend machen will? Tut mir leid, Michael, ich weiß nicht genau, was du meinst. Meinst du Alkohol oder was? Das Lied Suicidio von Collins. Suicidio. Sagt mir jetzt gar nichts, tut mir leid. Ich bin mit Namen schon immer schlecht gewesen. Scheint ein Album zu hören. Ich höre kein Album von Phil Collins, ich höre YouTube. Playliste. Es gibt gerade kein Thema. Nexus, dankeschön für weitere 1000 Bahnen. Was zur Hölle? Vielen, vielen Dank. See your true colors and what till I love you. Don't be afraid. Ich meine, hast du dein Mischgetränk, alkoholisch? Ich hab keins. Ich trinke alles Mögliche. Ich trinke Checky, ich trinke Bacardi. Ich mag nur keinen Wodka. Was machst du? Was machst bei 1000 Likes? Wie? Was mache ich bei 1000 Likes? Ich bin nicht einer von den YouNowern oder Streamern, der irgendwas für Barren, Geld oder sonst was macht. Auch wenn es davon auch schon Ausnahmen gegeben hat als Scherz. Kann jemand, hast du Nico? Tut mir leid, mir sagt der Film nichts. Zumindest jetzt spontan nichts. Servus Dr. Bob. Oh, Entschuldigung, 10.000. Ich mache auch für 10.000 nichts Besonderes. Leute, es ist unfassbar, dass ich das nach 5.000 Jahren immer noch sagen muss. Ich bin keiner von diesen Streamern, das sieht mir auch schon wieder auf, ich bin keiner von den Streamern, der irgendwas für so und so viel macht. War ich noch nie, werde ich nie sein. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber eigentlich mehr als so ein Scherz und Verarsche für die Leute, die das immer machen, weil ich das lächerlich finde. Wenn ihr was spenden möchtet, dürft ihr das gerne tun. Wenn ihr es lassen wollt, dann lasst es bitte. Niemand zwingt euch dazu und ich werde nicht mich da hinstellen und mich hier irgendwie zum Hampelmann machen. Auch wenn ich mich sowieso schon meistens zum Hampelmann mache, allein durch meine solchen Aussagen oder durch solche Predigten oder Reden. Von daher werde ich mich nicht noch mehr zum Hampelmann machen, indem ich dann irgendwie sage, ich mache das und das für so und so viel, weil ich verkaufe mich für nichts und niemanden. So.
Kurz gucken. Ich weiß, es geht wahrscheinlich auch schon auf die Nerven, aber ich übe das zur Zeit, weil ich überlege, ein Cover davon zu machen. Du wirst noch viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Digimon wird dich begleiten, der beste Freund in allen Zeiten. Ihr seid ein Team, werdet alle Abenteuer bestehen. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Hab an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein, versuch's zumindest. Es ist arrogant, mich nicht für Geld zu verkaufen. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Doch an dich bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein, sei bereit. Kakashi, ich mache zurzeit keine Musikwünsche. Ich spiele zurzeit nur die Sachen, die ich möchte. Aber nur zur Zeit lang mal. An, mein Glas ist leer, erlischt ist mein Gesicht. Auf Linie stehe ich nicht mehr. Heute drücke ich nur mich, niemand klopft bei mir an, kein Licht, kein Kommentar, will mal alleine sein. Ich mache mich heute rar. Heute bin ich unsichtbar. Und nur für mich alleine da. Wer mich heute sehen mag, der kommt am falschen Tag.
Dort bin ich unsichtbar. Nur der Rest der Welt, der kann mich mal. Ich seh nicht, bin ich da. Ich bin heute unsichtbar. Kann mir wirklich heilen nicht. Verzeihen, der brauch ich nicht. Bin ich nur allein, allein, allein für mich. Heute bin ich unsichtbar und nur der mich alleine da. Wer mich heute sehen mag, der kommt am falschen Tag. Heute bin ich unsichtbar und der Rest der Welt, der kann mich mal. Ich seh nicht, bin ich da. Ich bin heute unsichtbar. Natürlich keinen Preis. Leute, man verkauft sich nicht für seine Ideale. Das ist halt nicht für Menschen. Bin ich unsichtbar und nur für mich alleine da. Heute, wie ich heute sehen mag, der kommt am falschen Tag. Heute bin ich unsichtbar, der Rest der Welt, der kann mich mal. Ich nehm nicht, bin ich da, ich bin heute unsichtbar. Ich nehm heute keinen wahr. Schanzi ist ja auch da. Schanzi sitzt schon die ganze Zeit auf meiner Schulter, den ganzen Stream über. Nur am Anfang habe ich ihn kurz draufgesetzt. Nur am Anfang vom Stream habe ich ihn kurz draufgesetzt. Das ist alles. Kabelquicke da. Ich mach das auf. When the last eagle flies over the last crumbling mountain, and the last lying aloft, and the last dusty fountain, in the shadow of the forest, then it may be old and more. Eigentlich wollte ich in Ruhe singen heute. Nein, Kakashi, ich finde nicht jeder hat seinen Preis. Es gibt Leute, die sind dafür gestorben, dass sie keinen Preis haben. Nicht jeder Mensch ist käuflich. On the winter, do the flower, this ice sing. When the look, do the lords, and the land moves and rising. And it seems like of this dying, and the eternal world to mourn. And the listens hear the laughter of the last unicorn. Es gibt Menschen, die sind dafür gestorben. Es gibt Leute, die wurden bestochen. Und da hat es geheißen, mach das oder du stirbst. Und die haben sich für den Tod entschieden und das geht bei mir nicht anders. Ich glaube an etwas und für das, was ich glaube, bin ich bereit, in den Tod zu gehen, wenn nötig. Aber das versteht nicht, das versteht vor allem heutzutage kaum noch jemand. Share this past, and even the last, there's the falling. And then look into the sky where blue touch and dust in small.
Hat ja nichts mit deinem Preis zu tun. Uwe, danke schön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Sowohl das Schanzi, das Jägerschnitzel als Jägerschwein, als auch ich bedanken uns für dein Abonnement. Vielen Dank. Ach, Drache, echt coole Videos, die du. Echt coole Videos, die du kürzlich auf YouTube geladen hast. Aber was hat mich bepisst? Bepissen sollst du dich aber hoffentlich nur vor Lachen. Aber da du das Lachen des Smileys machst, nehme ich mal genau das an. Hallo Drache und Schanzi. Wir bedanken uns auch beide und sagen Hallo. Darkness, my old crew. I've come in darkness, you again. Because in visions of me, they made. Lifted stains on my walls, they made. Der hat auch so viel Bass in der Stimme, ey. Sondern Silence, beste Musik. Ja, und Disturbed, der Sänger von Disturbed hat so unfassbar viel Bass in der Stimme auch. Der ist so richtig, ich bin da richtig neidisch tatsächlich. Nicht, wenn ich vor dir abonniert habe. Was? Ach so, das meinst du, ja. Wir können es ja ausprobieren, indem er das durchschickt. Aber Kakashi ist schon sehr lange da. Und ich glaube, er ist schon länger da als du, Pandemic. Der erste Monat. Ja, Kakashi ist schon 4-5 Monate dabei. Ich glaube, 4 Monate ist Kakashi dabei. Da darfst du mich auch nicht fragen, Bob. Ich habe das nie probiert. Ich habe noch niemanden abonniert bisher, seit man abonnieren kann. Ach so, okay. Hashtag Nachrichten und Drachenstream schauen. Das ist aber eigentlich so meine Lieblingsschicht gewesen. Fängt die nicht aber normalerweise erst eine halbe Stunde an? Nachtschicht ist doch immer so ab 22 Uhr, oder?
Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz fest, keine Angst. Shanzi und ich bedanken uns bei dir. Vielen Dank fürs Abo und willkommen. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Namen halte ich dich schön warm. Und dann sind wir unzertrennlich. Nimm dich hier keine Angst. Dir gehört mein Herz. Mit mir gehört mein Herz. Ich finde die Streams sehr langweilig. Warum abonnierst du dann? Das geht mir hier in den Schädel. Gott sei Dank habe ich Urlaub. Dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Dir gehört mein Herz. Nur dir. Ach, könnten sie mit unseren Augen sehen. Sie glauben nicht, was sie nicht verstehen. Sind verschieden noch zum Zerziehen. Nicht verschieden, sondern eins. Dir gehört mein Herz. Nur dir gehört mein Herz. Heute an, für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz. Bist du hier bei mir? Dir gehört mein Herz. Nur dir. Dankeschön für die 50 Likes. So. Ja, Shanzi, bleibst du hocken. Tut mir leid, wenn ich heute so viel singe. Ich hoffe, es ist halbwegs erträglich. Ich versuche aber zurzeit meine Stimme zu üben und zu trainieren. Und der Stream bietet sich dazu immer an, da könnt ihr drüber lachen. Hoffe ich. Danke, Homer. Willkommen, meine Drachis, Shanzi und ich begrüßen dich. Geiles Lied auch. Aber den Einsatz kann ich, glaube ich, nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch sehr verkacken. Also Entschuldigung. Ich wollte nie erwachsen sein. Nahezu gesetzt. Von außen wurde ich hart wie. Und Abonnentenrang muss normalerweise in den Teamspeak gehen, aber ich werde heute keinen vergeben, sorry. Ich bin selber nicht online und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, jetzt online zu gehen. Im Bau tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Und auf dem Meeresgrund, alles ist für mich. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Und dann, wenn ich's nicht mehr führen kann,
verdammt. Ich kann den Text echt gar nicht. Da kann ich zwar auch bloß die Hälfte, aber probieren wir es wenigstens mal. Habe ja schon mal die Schlumpfversion gesungen, die kann ich besser. Wartet mal kurz. So. Kelly Family on Angel Schlumpfversion. Das ist gar nicht besser, weil das habe ich als Kind so unendlich oft gehört, das Lied. Und ich finde die Version auch extrem genial gelungen, tatsächlich. Auch wenn es Schlumpfmusik ist. Alle in der Nacht haben über mir gelacht und dann dieser schöne Traum. Und der auf den Himmel. Ich habe echt den Text total im Eimer, ey. Das Kind braucht eine Fee. Allen tun dann nicht mehr weh. Kämpfen Kinder sind wir. Sie träumen von der Himmelstür. Ich träum, ich wär ein Engel. Ich träum, ich komme zu dir. Ich träum, ich wär ein Engel. Ich träum, ich komme gern bei dir. Wenn einmal traurig sein. Flügel aus, weil du bei euch zu Haus. Goldenes Haar, das kommt wohl einmal wahr, und das nur zur Weihnachtszeit. Sind wir Engel stets bereit? Ich wär ein Engel, ich träum, ich komme zu dir. Ich träum, ich wär ein Engel, ich träum, ich wär gern bei dir. Kinder auf der Welt haben mal was angestellt. Engel helfen gern, sind sie auch weit entfernt. Ich träum, ich wär ein Engel. Ich träum, ich komme zu dir. Ich träum, ich wär ein Engel. Ich träum, ich komm bei dir. Ich bin dann bei dir und ich bin dann bei dir.
die Kraft in dir, die dich weitertreibt in diese fremde Welt. Du musst dein Bestes geben, also sei bereit. Und du bist jemand, der zu dir steht. Sieger sein, die Hater sind platt, wir sind doch immer noch da. Ihr seid fertig und ich zeig's euch jetzt. Ihr werdet niemals gewinnen, das könnte knicken. Du weißt genau, die werden auf, das ist geschehen. Denn ihr seid platt und ich mach euch jetzt fertig hier. Verschwindet, ihr habt doch eh keine Chance. Und ich mach euch jetzt so richtig platt. Ihr seid die Loser und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier abzulosen. Ja. Wie fühlt sich's eigentlich an, von einem Sonderschüler so vorgeführt zu werden? Ihr habt doch keine Chance, ihr seid doch die Loser. Ihr Verlierer, Alter. Die Kraft in dir, die dich weitertreibt, diese fremde Welt. Du musst dein Bestes geben, also sei bereit. Du hast jemand, der zu dir hält. Wir werden Sieger sein. Ihr habt nichts drauf, wir werden immer doch sein. Und jetzt sind wir hier und ihr schaut richtig dumm aus der Wäsche. Gewöhnt euch schon dran. Ihr wisst genau, wir werden euch fertig machen. Und ihr seid schon längst vorbei. Und der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Lauf nicht weg, denn wir kämpfen für den Sieg. Ich auf dir, was daran liegt. Und du wirst sehen, es wird geschehen. Wir werden siegen, glaub daran. Nachts der Freunde rufst und scharf um Hilfe rufst, schick deinen Traum auf die Reise. Schrei, und es wird Wirklichkeit, sind Zauberkräfte frei. Wer jetzt hören kann, wird bei dir sein. Und lass es nicht zu, dass die Welt jedem Wunsch und jedem Traum in Trümmern fällt. Sehe keine Zeit, sei da und wisse nicht anderen. Dazu braucht man nur Mut, denn die Welt wird sich mit unseren Träumen ändern. Hör durch und du spürst, bist du frei, auch diesen Kampf beenden. Und nein, ich heule nicht gleich. Wegen Losern wie euch mit Sicherheit nicht. Ich bin auch in der Finsternis. Irgendwo startet ein neuer Tag. Und hört manchmal weh, wenn es sonnens ist es zu spät. Wer jetzt hören kann, wird bei dir gehen. Und lass es nicht zu, dass die Welt jeden Traum schon jeden Traum in Trümmern fällt. Keine Zeit, sei da. Und ihr wisst jetzt alle, dass ihr hier nichts drauf habt, oh Mann. Ihr könnt doch auch nur spammen und ansonsten nichts anders. Und ihr seid auch nur in der Masse sowas von stark.
Oder glaubt, dass zumindest auch bloß ein... Es gibt keinen Tag, an dem der Hate stärker sein wird als die Vernunft. Das werdet ihr irgendwann noch begreifen. Hoffe ich zumindest mal für euch. Wäre besser für euch. Und wegen euch Kindergarten heute bestimmt nicht. Warum sollte ich? Ich bin immer noch hier und ich bin immer noch stärker als ihr. Und das wird sich auch für den Rest meines Lebens nicht ändern. Ich mache das seit 4 Jahren. Und ihr habt seit 4 Jahren keine Chance gehabt. Also kommt, gebt endlich auf und lasst es endlich bleiben, Alter. Sucht euch eine vernünftige und anständige Unterhaltung und vor allem eine vernünftige und anständige Geschichte zu machen. Anstatt irgendwie so Hobby zu haben, einen anderen Menschen auf die Eier zu gehen. Es ist erbärmlich dumm und kleinkariert und hat zeigt von nichts wirklich viel, Alter. Dass die Welt dem Trunsch und jedem Traum in Trümmern fällt. Nee, keine Zeit sei da. Wer müsste denn jetzt handeln? Und dazu braucht man nur Mut. Und ich bin der Drache oder Rainer, wie du willst. Wenn du spürst, bist du frei und wirst auch diesen Kampf beenden. Ach, und demjenigen, der aus Rheinhofen. Derjenige, der aus Rheinhofen kommt, dem würde ich empfehlen, hier nicht nochmal aufzutauchen. Sonst stehe ich das nächste Mal bei ihm vor der Tür. Ich weiß nämlich ganz genau, wo der herkommt. Der fährt immer mit seinem Auto hier durch, kommt aus Rheinhofen und ich weiß auch ziemlich genau, wo er wohnt, weil so dumm war, sein Auto genau vor der Haustür zu parken und ich an ihm schon ein paar Mal vorbeigefahren bin. Also sollte er sich vielleicht auch überlegen, ob er das wirklich in Zukunft nochmal machen will. Speziell nach der Sache mit Affenkeks. Solltest du dir vielleicht mal drüber nachdenken, wenn du so dumm bist, zu zeigen, wo du wohnst und mich zu verarschen und zu haten. Dann stehe ich mal bei dir vor der Tür und dann schauen wir mal, wer hier derjenige ist, der hier anfängt zu heulen. Alter Falter, ey. Nichts Besseres zu tun, als anderen Leuten auf die Eier zu gehen. Und deswegen drehen wir jetzt nochmal richtig auf, Alter. Na 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 na. Ach übrigens, wisst ihr, worüber die Hater wirklich heulen sollten? Ich mache ein Video, in dem ich nichts tue. Und ich habe trotzdem was weiß ich wie viele 1000 Aufrufe damit. 13.000 waren es, glaube ich, vorhin. Und dann solltet ihr euch wirklich Gedanken machen. Habt ihr die Macht, die Hater, die nur in der Gruppe stark sind? Oder bin ich derjenige, der hier wirklich auf die Kacke hauen kann? Denkt mal drüber nach. Na, Schanzi. Na, 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 na. Und ich mach euch noch fertig. Ihr werdet sehen. Unser Ziel ist unbekannt und überall in diesem Land lauern Gefahren, doch wir sind stark. Was auch geschehen mag, unser Weg führt, du bist niemals allein. Wir halten immer Wacht, schützen uns auch in der Nacht und kämpfen gegen die Dunkelheit. Was auf mich bauen und mir vertrauen, du bist niemals allein. Wir trappen denen unseren Lauf, wir werden auch geben niemals auf. Wir kommen wir, das auch passiert bei mir. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir gärten fest zusammen. Niemand von uns wird ein Kämpfer sein. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir halten und wir stärker. Wenn die Welt befreien, die Welt befreien. Nein, ich hatte keine Zahnspange. Hätte ich aber eigentlich gebraucht. Wir drehen auf, wir halten zusammen. Jeder von uns muss ein Kämpfer sein. Wir stehen auf, wir drehen auf, gemeinsam sind wir stärker und werden die Welt befreien. Die Welt befreien. Wir einsam sind ein Kämpfer sein. Wir drehen auf, wir drehen auf, gemeinsam sind wir stärker und werden die Welt befreien.
die Welt befreien. Servus, Jackie, bei mir ist alles klar. Ich hoffe, bei dir auch. Ich war an deiner Seite, von Anfang an war ich bei dir. Uh-oh. Dann sind wir wieder.